Willkommen zurück, Investoros. Willkommen zurück in King's Landing, um genau zu sein, südlich davon. In den 2 Tagen, bevor das Haus Rauger und das Haus Griffenstein sich schlussendlich kennenlernen wird, hat Meister Molwin die Initiative ergriffen, um noch eine recht umfangreiche Lehrstunde zu formen für Ludmilla sowie ihre Bedienstete Annie. In Begleitung mit Nisira, der Haushofjägerin des Hauses Rauger, der sie begleitet hat, sowohl zum Schutz als auch zum Fährtenlesen und für mögliche Exkursionen wie diese in die Vegetation des Umlandes. Wie weit das später noch möglich sein wird, wenn ein weiterer Maestro sich in die Unterrichtseinheiten einmischt oder vielleicht der Bergfried mehr Kontrolle über andere Personen im Hausstand machen möchte, war Meister Molwin, Ragnar, du unterbrichst mich natürlich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Jetzt gerade am direkt nächsten Tag nach eurer kleinen Exkursion mit der Königsfamilie dorthin, die natürlich von der tollen Nachricht berichtet hatte, dass jetzt eine Zusammenführung stattfinden wird, dass unter anderem du für die Ausbildung für die Tochter der Königin mitverantwortlich bist, so gesehen in einer Art gemeinsamen Lernstudium mit Ludmilla zusammen. Hast dort schon bei dem Treffen die ersten möglichen Vegetationsplätze so ein bisschen erkundet, geschaut, was es dort pflanzentechnisch gibt. Und der Königswald scheint, ähnlich wie die Flusslande, recht reich an verschiedensten Pflanzen zu sein. Zumindest war das der erste Eindruck, den du hattest. Ich habe mir bei der Fahrt immer wieder den Kopf aus dem Fenster gesteckt und geguckt. Den Bart im Fahrtwind wehend. Ihr werdet begleitet. Ja, ich hatte. Bitte? Ich hatte. Molwin hatte Nesira auch auf der Fahrt nach King's Landing. Es war ja eine lange Strecke. Gebeten, nach so ein paar Sachen mal Ausschau zu halten. Aber da hat das halt zeitlich nie gepasst. Das stimmt. Nesira hier jetzt aber ihre Aufgabe sich gewahr, wird immer mal wieder auch mit dem Pferd entweder ein Stückchen zurückbleiben, sobald sie etwas entdeckt hat, und man kann beobachten, dass sie dann mehrere Pflanzenbüschel und ähnliches dann in einer Tasche am Gürtel trägt, die sie scheinbar für dokumentarische Zwecke oder für den Lernstoff, den du mitgeplant hast, eingesammelt hat. So auf den ersten Blick, da brauchst du nicht mal drauf würfeln, als Meister bist du so gebildet und weißt um einige Pflanzen, die, wenn du aus der Kutsche guckst, aus der Tasche rausragen siehst. Spitz- und breitwegerig, wilde Minze, Thymian, Sachen, die hier scheinbar auf Feld, Wald und Wiese wachsen in kleineren Mengen. Brennnessel. Und die wunderbare Brennnessel natürlich. Hier, mein Kind. Ah, keine Schuhe. Bitte? Brennnessel ist eine der besten Heilpflanzen Deutschlands. Darüber reden wir gleich nochmal, weil das weiß ich nicht. Über Brennnesseln denke ich an meine Kindheit und das war immer Au. Ja, ne? Und Brennnesseltee schmeckt nicht, aber das ist was anderes. Das ist Ansichtssache. Okay. Von Geschmack zu Geschmack anders. Auf jeden Fall erreichte irgendwann grob die Stelle, wo auch die Kutsche das letztes Mal angehalten hatte und mit der Königsfamilie. Und seid nun noch auf der nördlichen Seite des Flusses, der hier entspringt. Ja, das müsste der White River sein, der dann hochführt bis zum God's Eye, wo Harrenhal liegt. Und da seid ihr so an einem kleineren Ausläufer. Man kann das Meer hören, auch riechen, so einen leichten Salzgeruch, aber man hat auch eine starke Vermischung mit verschiedensten Pflanzen und Harzen, so einem sehr Geruch von Kiefer und von Wildblumen ist in der Luft. Eine wunderschöne Gegend. So im Hintergrund, eine einzelne Möwe, die schreit. Besser eine Möwe als ein Drache. Gibt's zu der Zeit zum Glück nicht mehr. Nisira würde die Tür öffnen, einmal die Stufen ausklappen von der Kutsche und könnte dann aussteigen. Meister Molwin, ich habe bereits einige Pflanzen für eure Unterrichtseinheit gesammelt und präsentiert dann eine kleine Tasche an ihrem Gürtel. Ja, vielen Dank. Am dringendsten wären mir als erstes mal die Pfeifenblumen. Mhm.
Ich hätte, als wir letztes Mal hier waren, schon mal welche gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Aber sie sollten sich hier finden lassen. Helf mal mit, danach Ausschau zu halten. Sehr wohl. Soll ich auch vielleicht dafür sorgen, es ist doch früh am Morgen, dass wir zum Mittag etwas Frisches zu essen haben? Das könnte man nebenbei dann auch machen. Ja, ich werde den Kindern nachher ein bisschen was erklären. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, zwischendurch auf die Jagd zu gehen. Ausgezeichnet. Aber keine Pilze. Anni hasst Pilze, also, die mag die überhaupt nicht. Anni guckt kurz also rüber. Also bei mir geht's jetzt im Moment überhaupt nicht um Pilze. Es sind verschiedene Kräuter. Und Ludmila, Anni, das, was ich suche, hat gelbe Blüten. Relativ große, lange. Und ist eine Kletterpflanze. Könnte an irgendeinem Baum hochranken. Dann würde ich sagen, die Damen, machen wir einen kleinen Ausflug in den Wald und schauen mal, ob wir hier etwas finden, was den Beschreibungen des Meisters entspricht, oder? Mhm. Nisira selbst, eine junge Frau, die die Position ihres Vaters geerbt hatte, sonst eigentlich recht forsch, würde man meinen, gegenüber den Kindern allerdings und auch dir, Meister, auf irgendeine Weise recht freundlich gesonnen. Ihr seid immerhin niemand, der ihr behauptet, scheinbar, ihr könntet euren Job nicht. Dementsprechend. Dann würde ich sagen, Meister, mein Vorschlag, ich bekümmere mich natürlich um eine Möglichkeit des Mittagessens und wir könnten vielleicht bei einem Spaziergang schon mal die nähere Vegetation erkunden. Ja, genau. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann, die Damen, folgt mir. Und ja. Vielleicht noch eine Sache. Sie schaut einmal kurz zu dem Mädchen. Sie nimmt etwas Seil und bindet die Röcke, die ihr habt, so, dass es ein bisschen eher an so ausgepluderte Hosen erinnert, damit ihr nicht überall hängen bleibt. Das wird sehr viel mehr Sinn machen, wenn wir dann doch mal in irgendwelches Gestrüpp vordringen müssen. Ja, ich hätte mir vielleicht besser eine Hose anziehen sollen. Ich habe gesehen, meine Mutter trägt jetzt auch Hosen. Vielleicht wird das gerade modern. Ja. Er guckt zu dem Meister, der ja meinte, dass es eine gute Idee ist. Mein Vater hat das auch gemacht bei mir, als meine Mutter noch wollte, dass ich Kleider trug. Gut. Machen wir uns auf den Weg, die Damen. Dann macht ihr eine kleine Exkursion in den Wald. Meister, seid ihr dabei oder bereitet ihr etwas vor im Lager? Die Männer würden Lager aufschlagen. Ich gehe mit. Sehr gut. Ich gehe mit. Mir ist es wichtig, hier die Pflanzen am Standort selber zu sehen und was erklären zu können. Dann möchte ich doch gerne einmal von euch beiden einen Wurf auf Wahrnehmung Aufmerksamkeit machen. Den Isira mache ich in der Zwischenzeit auch ein. Heilige meine Güte. Ich sollte öfter nette NSCs würfeln. Während ihr würfelt, ihr wandert erstmal an diese Waldgrenzen vorbei, könnt noch, wenn ihr nach Norden schaut, einige kleine Gewiesen sehen, auf der einige Rinder grasen und kommt relativ zügig in einen sehr dicht, wenig beschlagen oder behauenen Wald. Also wenig Forstwirtschaft in diesem Teil scheinbar. Dementsprechend, es war relativ schnell klug, dass die Hose bzw. die Röcke hochgebunden wurden, denn schnell kommt man an wilden Himbeerbüschen vorbei und anderem wilden Gestrüpp, an dem Röcke jetzt anfangen würden, sich richtig schön festzusetzen. Ein paar Kletten sammeln sich am Hosenbund. Ja, schade, dass du den Ulbe nicht offen hast. Ich habe mit 4 Würfeln eine 21 gewürfelt und die 3 fliegt raus, weil sie von der Spezialisierung ist. Das heißt, ich habe mit 3 Würfeln eine 18.
Ja, das ist doch mal, also Meister Morwen sieht alles. Gefühlt. Eine Vielzahl verschiedenster Pflanzen, von wildem Efeu, der einige Bäume umschlingen und ersticken ist, bis hin zu verschiedensten kleinen Wurzeln und anderen kleinen Blüten, die zwischen den Wurzeln wachsen. Eine große Vielzahl vor allem von all dem. Nutmella? Bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil ich die 1 rerollen darf bei Aufmerksamkeitstests. Und das ist beim Olberg gerade ein bisschen komplizierter, weil ich mit 1 rerolle und ich glaube, ich habe noch eine 2 drin, das heißt, ich habe eine neue 3, das heißt, es wären jetzt 17 und ich kriege noch meinen Cunning Base dazu. Cunning war auf Deutsch. Gut, gut, dass ich für so komplizierte Sachen gar nicht die nötigen Schicksalspunkte hatte. Cunning könnte Willens. Ist das eine Spezialisierung oder Moment, von Moment, wir schauen schnell den nach. Ich habe das Regelwerk gerade nicht. Basisfähigkeiten? Ah, ich habe mir drauf raufgeschrieben, plus 4. Wo auch Ah. immer was auch immer mein Cunning-Wert ist, ich habe eine 4 drin. Also Ich sind es nehme mal eine an, 2. dass Cunning Scharfsinn ist. Ja, Scharfsinn klingt gut, ja. Ja, das macht Also wahrscheinlich Sinn. 21. Gehört 21. Logik zu den Spezialisierungen? Ja, Scharfsinn Logik. Nein, ich wollte wissen, ob bei Cunning Also. die Logik dabei ist. Das wäre das eindeutige, das wäre das sichere Zeichen, dass wir es richtig übersetzt haben. Ja. Das Buch kann ich vorlegen, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich Ach habe nur so. auf dem Bogen, hab mir die Kräfte nur aus dem englischen Buch rausgeschrieben, das war das Problem. Aber es sind 21 von daher ganz gut. Das ist auch für mich der komplizierteste Skill zu würfeln, so ist es nicht. Die anderen sind leichter. Sie will ja, sie ist ja ein recht aufmerksames Kind, muss man, eine junge Dame eigentlich eher. Du bist ja schon eigentlich in dem Alter, wo man anfangen müsste, darüber nachzudenken, dich zu verheiraten. Ich habe sonst noch Gefahrensinn, ich kann nicht so gut überrascht werden, weil ich rechne im Leben mit allem. Ich bin bei den Freis groß geworden, da muss man mit allem rechnen. Mein Das Gott. verliert man ja nicht. Gut, ihr macht einen euren Spaziergang, jetzt eine halbe Stunde tiefer in den Wald hinein, wo am Anfang noch vorbei an wilden Brombeerbüschen man verschiedenste kleinere Pflänzchen sieht, und Moose. Pilze im großen Stil gibt es aktuell nicht, dafür ist nicht die gewünschte Jahreszeit, außer solche Baumschwämme, die an den Baumstämmen wachsen, die man zum Zunderhalt verwenden könnte. Und nach einiger Zeit entdeckt ihr beide, also Anni ist ein bisschen eher davon fasziniert, was Nisira, die vorangeht, so macht, versucht auch immer so ein bisschen Sifa beim Gehen nachzuahmen, weil sie dann immer etwas ausladende Schritte macht, guckt, wo sie dann hintreten kann und sie beobachtet das sehr, sehr genau, ist weniger auf die Umgebung scheinbar konzentriert und könnt nach einiger Zeit einen Busch mit wunderschönen fliederfarbenen kleinen Kelchblüten sehen, der zwischen einigen wilden Farnen wächst. Nicht unbedingt die Pflanze, aber bitte. Ich mache Andi drauf aufmerksam zeigen. Oh, guck mal, wie schön die sind. Die sind wirklich voll hübsch und kommt dann mit dir dahin und beide, also sie wird sich dann anschauen wollen. Aber nicht anfassen. Meine Mutter sagt immer, die schönsten Pflanzen sind die gefährlichsten. Was sollen die denn machen? Die Ist es können denn ganz, eine ganz, Pflanze für... ganz, ganz doll und dann flüstere ich ihr etwas ins Ohr und wahrscheinlich kichert sie. Ist es denn eine Pflanze, für die Molvin einen Nutzen kennt? Eisenhut hat gewisse Vorteile, wenn man ungebetene Ja. Gäste beim Teetisch hat oder so. Ja, die Pflanze ist hübsch und auch giftig. Man kann auch ein Medikament draus machen, aber es ist eine recht verbreitete Pflanze, das kriegt man notfalls auch auf dem Markt. Meister, wie kann es eigentlich sein, dass eine Pflanze gleichzeitig giftig und ein Medikament sein kann? Das ist in vielen Fällen eine Frage der Dosierung. Was hat das mit Dosen zu tun?
Da werde ich bei der Pflanze, auf die es mir jetzt ankommt, auch noch drauf eingehen, auf das Thema Dosierung. Welche Pflanze genau suchst du? Bei den Pfeifenblumen? Das heißt, genau, die Das heißt, ich kann jeden mit genug Medizin auch umbringen? Es kommt auf die Medizin an. Und es kommt darauf an, ob du denjenigen dazu kriegst, es zu sich zu nehmen. Also das ist manchmal eine Frage der Zubereitung. Und die Natur hat praktischerweise viele giftige Sachen ziemlich bitter gemacht, sodass man die Leute oft nicht so leicht dazu kriegt, sie zu essen. Also wenn ich zum Beispiel Rosenkohl esse und der ist bitter, dann soll ich den nicht essen, weil er giftig ist? Du Man siehst hört so ein Funken Hoffnung in ihrem Auge. Nein. Man hört die Sira lachen. Da muss ich dich enttäuschen. Vom Rosenkohl, auch wenn er nicht gut schmeckt, ist bekannt, dass man ihn essen kann. Und es gibt auch Zeiten, in denen er wirklich ein sinnvoller Teil der Nahrung ist, weil es gerade keine anderen frischen Gemüse gibt. Flüstert Annie wieder was ins Ohr und sie kichert. Mhm. Vielleicht hast du noch ein ganz leises gehört. Dafür riecht man, als wäre man tot. Aber wenn es Medizin gibt, die giftig ist, und Medizin gibt, die nicht giftig ist, wieso nimmt man denn nicht einfach die ungiftige Medizin? Das andere ist doch viel zu gefährlich. Weil es immer darauf ankommt, was man mit der Medizin bewirken will. Es gibt ja nicht eine Heilpflanze für alles. Sonst müsste man auch nicht so viel Zeit in der Zitadelle verbringen, um sich damit auszukennen. Das wäre so viel einfacher, wenn es so eine Pflanze gäbe, sagt Anni, die alles heilen könnte. Das wäre cool. Ich glaube, wir müssen mal suchen. Vielleicht finden wir einen. Sie fängt an, weiter mit dir nach möglichen Pflanzen zu suchen. Nisira schaut das Ganze mit so einem leichten Lächeln an. Vielleicht die da und ich zeige auf etwas. Wahrscheinlich Efeu oder so, keine Ahnung. Oh ja, der ist toll, also dafür kriegst du Ausschlag. Von manchem. Erstmal geht es mir um die gelben Pfeifenblumen. Ja, aber davon habe ich ja noch keine gefunden. In der Zwischenzeit, während ihr durch den Wald stromert und sucht, wird sich Nisira irgendwann kurz an dich wenden, Meister. Ich werde mich etwas separieren. Ich habe ein paar Spuren von möglichen Kaninchen entdeckt. Ich könnte hier ein, zwei Schlingen auslegen. Dann haben wir gleich etwas zu essen. Ja, gute Idee. Und man sieht dann, oder beziehungsweise es merkt ihr dann auch, wie sie sich so kurz ein bisschen von euch hier weiter entfernt und anfängt, so aus der Tasche mit kleinem, scheinbaren, feinem Faden und etwas zu bauen. Im Hintergrund hört man auch immer wieder so auf Sichtweite 2 bis 3 Wachen, die euch natürlich folgen, um sicherzugehen, dass euch und vor allem der jungen Dame nichts passiert. Die durchs Unterholz stapfen und fluchen. Ah, verdammt. Ah, Brennnesseln. Kletten. Kletten. Kletten in meinem Mantel. Es dauert noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ihr seid relativ weit in den Wald hineingegangen. Man kann schon das Rauschen eines Baches hören. Etwas fast schon Heimatverursachendes bei euch, wenn man das Rauschen eines Flusses hört. Wenn man aus den Flusslanden kommt, ist das das erste wirklich schöne Gefühl oder das Geräusch, was man so hört. Und du kannst die gelben Pfeifenblumen in der Nähe einer größeren Eiche beim Wasserlauf erkennen, dass dort welche sein könnten. Gut, da würde ich direkt drauf zusteuern. Eine kleine Ansammlung. Endlich. Ludmilla, Anni, das war die erste Pflanze, die mir hier zum Herstellen eines nützlichen Elixiers wichtig war. Also, es geht, also
Es geht nicht darum, dass die Blüten einfach nur gelb sind. Man kann nicht einfach andere gelbe Pflanzen mit gelben Blüten nehmen, sondern hier so diese runterhängenden, röhrenförmigen gelben Blüten, die an einem Ende so ein bisschen spitz sind und wo die einzelne Blüte wie so ein riesiger Tropfen aussieht. Mhm. Geht mal vorsichtig mit der Nase näher ran aber steckt nicht gleich die Nase in so eine Blüte. Die Blüten, um die es geht, die riechen so ein bisschen wie totes Tier. Dann will ich da gar nicht dran riechen, wenn die nach totem Tier riechen. Mir ist es aber wichtig, dass du den Geruch mal gerochen hast und dass du ihn dir merkst. Weißt du, das könnte irgendwann mal nützlich sein. Ich hatte mal einen Vogel, der ist gestorben. Oder eher so wie Fische. Nee, nicht wie Fische, aber riech bitte mal dran, vielleicht ist es irgendwann mal wichtig, dass du sie wiedererkennst. Sie hält die Nase ungefähr 30 cm weg und macht... Ja, das dürfte reichen. Man kann einen leichten Geruch der Verwesung wahrnehmen. Und auch ein, zwei Fliegen, die sehr gerne um diese Blumen herumfliegen. Und was macht man genau mit der Büffelblume? Damit kann man ein Elixier herstellen, was dafür sorgt, dass der Körper weniger Urin produziert. Das mag euch auf den ersten Blick etwas sinnlos erscheinen, aber es ist eine nützliche Kleinigkeit, wenn man in bestimmten gesellschaftlichen Situationen auch irgendwie ein Problem hat, den Tisch zu verlassen, wenn man vielleicht am Tisch derjenige ist, der die kleinste Blase hat, der es am wenigsten lang aushält, wenn man vielleicht irgendwo jemanden belauschen will und deswegen stundenlang in einem Versteck ausharren müsste, was man einfach damit leichter hinbekommt. Im Extremfall wäre es sogar denkbar, dass man irgendwo in Gefahr ist und sich lange irgendwo verstecken will. Und auch dafür könnte es nützlich sein. Also deswegen daraus werden wir nachher ein Elixier herstellen, was diese nützliche Wirkung hat. Ich selber habe es in meiner Zeit an der Zitadelle des Öfteren mal verwendet, wenn mir bei der Vorbereitung von Prüfungen jede Minute wichtig war und der Weg zur Latrine zu weit. Im Rückblick muss ich sagen, war das etwa eine etwas unvernünftige Anwendung, aber geschadet hat es mir anscheinend nicht. Okay. Und ziemlich leise, dass nur Ludmilla das hört. Ludmilla, und sie hat noch eine andere Anwendung. Und ich denke, es ist sehr im Sinne deiner Urgroßmutter, dass ich dir das erkläre. Aber das machen wir irgendwann, wenn du etwas älter bist. Oha. Der Gackheit muss auch ein Ei legen. Ich bin alt genug, ich habe schon alles Mögliche gesehen. Ja, wir kommen da drauf zurück, aber... Nein, ich will es jetzt wissen. Und Anni kann es ruhig auch wissen. Ich habe keine Geheimnisse vor ihr. Sie guckt kurz zu ihr, dann nickt sie und guckt dann wieder zum Meister und nickt weiter. Und im Hintergrund hört man so, genau, Meister, erklärt ihr, was man damit machen kann. Ihr wollt die sowieso zu Spionen ausbilden, wenn sie belauschen sollen. Etwas gehässig, meinte Nisira das, während sie eine weitere Schlinge legt. Verzeiht. Geduld gehört nicht zu Mildas Tugend.
Nun, Maester. Was erzählt ihr ihr? Man, aber damit jemanden man umbringen. Kann... Ja. Okay, dann aber... haben wir das ja geklärt. Aber nicht so, wie du das von deiner Urgroßmutter kennst. Meine Urgroßmutter hat niemanden umgebracht. Okay, fast zumindest niemanden umgebracht. Der frei, aber der zählt nicht. Der war eine blöde Sacknase. Offizieller Titel. Ja, blöde Sacknase. Ist so aufgeschrieben. Steht in den Annalen von Weißdorost. In den Annalen der Freis. Steckt Meister Wolven ein bisschen was von der Stinkeblume ein? Der erntet wirklich einiges davon, weil er daraus ja was machen will. Weist bei der Gelegenheit noch darauf hin, die hier haben im Moment keine Samen, aber wenn du sie mal suchst und da so kleine kantige Körnchen drin sind, die hätten sogar den Vorteil, dass sie noch etwas haltbarer sind als hier die Blätter. Wir machen hier von diesen Blumen ein paar Blätter ab. Man sollte keiner von den Blumen da jetzt alle ihre Blätter wegnehmen. Es sind genug da. Einfach immer ein paar Blätter an jeder Blume ein paar Blätter abmachen. Den Rest stehen lassen hat den Vorteil, wenn man irgendwann neue braucht, dann dürften sie nachgewachsen sein. Wenn Meister Molwin was von den Blumen einsteckt, dann heißt er für die restliche Wanderung, die er vorgehalten hat, Meister Stinkmorchel. Oder Stinkeblume, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es ändert sich vielleicht über den Ausflug, aber wir flüstern uns das immer wieder gegenseitig zu. Ja, Meister Stinkeblume, und dann kichern beide. Also ist das jetzt eine Pflanze, sagt Anni irgendwann. Wenn man davon nur ein bisschen nimmt, muss man nicht mehr so doll auf Toilette. Aber wenn man davon ganz viel nimmt, kann man davon sterben. Nein, der Trick ist nicht, ganz viel zu nehmen. Wir werden aus dieser Pflanze ein Elixier herstellen. Wenn man jemandem von diesem Elixier sehr viel verabreicht, dann wird es ihm sehr schlecht gehen, aber er wird nicht daran sterben. Der Nachteil daran ist, wenn man ihm sehr viel verabreicht, dann ist auch relativ klar, dass er vergiftet worden ist. Es wird ihn nicht umbringen, er wird Schmerzen haben, er wird ein paar Tage kein Wasser lassen, aber er wird es überleben, wenn es dumm läuft, sogar ohne, dass man einen Meister gerufen hat. Aber was viele Leute nicht wissen, wenn man von diesem Elixier über einen längeren Zeitraum, so 20 Tage lang, jeden Tag 10 Tropfen verabreicht, kommt so ein bisschen drauf an, was so jemand wiegt. Das ist immer eine Frage der Dosierung. Die Dosis. Also so 10 bis 15 Tropfen. Am besten in Wein oder Schnaps oder irgendwas anderem, was einen ordentlichen Eigengeschmack hat. Dann wird das mit dem Urin nur so von Tag zu Tag immer weniger. Und der Urin von demjenigen wird immer dunkler werden. Der Körper des Menschen wird einfach überschüssiges Wasser nicht los. Die Beine werden anschwellen. Er wird anfangen zu keuchen, weil sich Wasser auch in der Lunge sammelt. Er wird Schwierigkeiten haben, eine Treppe hochzugehen.
Er wird am Anfang jemanden brauchen, der ihn beim Treppe hochgehen stützt, weil es zu anstrengend für ihn wird. Irgendwann muss er sich von den Dienern die Treppe hochtragen lassen, weil er es nicht mehr schafft. Und das sehr Praktische daran ist, dass es einfach aussieht wie eine völlig natürliche Krankheit, die viele Leute, wenn sie älter werden, kriegen und die auch manche Leute, wenn sie noch nicht ganz so alt sind, kriegen. Aber es wird wie eine ganz normale, natürliche Krankheit aussehen. Und wenn man jetzt zu demjenigen, der diese Probleme durch die Tropfen bekommt, einen Mäster hinzuzieht, dann wird es für den auch wie diese natürliche Krankheit aussehen. Und dann wäre es noch ein geschickter Schachzug, vielleicht mal so für, nachdem der Mäster da war, so für 1-2 Tage nur 5 Tropfen am Tag zu geben. Dann wird der Mäster das Gefühl haben, dass er auf dem richtigen Weg ist und dass er eine leichte Besserung erreicht hat. Und wenn man dann zu den 10 Tropfen zurückgeht, wird der Zustand sich weiter verschlechtern. Und es werden viele Mäster, die diese Art von Anwendung nicht kennen, einfach das Gefühl haben, es ist eine natürliche Krankheit, die nur mal einige Leute im Alter befällt und gegen die sie machtlos sind. Wenn das derjenige ich viel zu lang, wenn ich jemanden hasse und ihm wirklich schaden will, dann mache ich es schnell. Wenn du die Möglichkeit hast, an Gifte ranzukommen, mit denen es schnell geht, kannst du das irgendwann machen. Aber erstens musst du da rankommen und zweitens, wenn es schnell geht, erregt es auch viel mehr Verdacht. Ich sage einfach, ich bin krank und lass mir Medizin verschreiben, dann habe ich ein Gift und dann bekommt er das und dann ist er auch gestorben. Und es geht nicht mit jeder Medizin. Wenn es eine Medizin ist, dann macht das ja eigentlich gesund und dann weiß man ja gar nicht, dass er daran gestorben ist. Weil es ist alles eine Frage von Dosen. Wann gibt's Mittagessen? Das dauert noch etwas. Aber ich habe jetzt schon Hunger. Während deines Vortrags, Meister Morwin, hörst du irgendwann im Hintergrund das Rascheln von Ästen, Zweigen und Laub. Und irgendwann auch ein aufheulendes Quieken, das allerdings immer mal wieder aufkommt. So immer wieder ein aufheulen, so ein Quiek, Quiek, das dann aufkommt. Und irgendwann siehst du Nisira dort aus dem Gebüsch aufstehen. Junge Lady, ihr sagtet, wenn ihr jemanden nicht mögt, würdet ihr das schnell tun. Und ihr habt Hunger, oder? Ich sehe, ihr habt ein Messer bei euch. Kommt mal her. Sie schaut dann runter. Stapfe in das Gebüsch rein? Oder hinter das Gebüsch? Mhm. Du siehst ein Kaninchen. Mit der rechten Vorderpfote samt Teil des Kopfes und den Ohren in einer Schlinge hängend. Nisira steht daneben. Da ist euer Essen. Nehmt euer Messer. Kümmert euch darum. Sie zieht das Messer aus der Scheide, guckt so das Messer an, guckt nochmal Nisira an, guckt nochmal auf das Messer und dann kniet sie sich neben den Hasen und drückt ihn halt so ein bisschen runter, hält ihm so ein bisschen das Gesicht, die Augen zu, dass es für ihn dunkel wird und dann schneidet sie ihm ohne eine Miene zu verziehen die Kehle auf, lässt ihn ausbluten. Vielleicht findest du Roman ein bisschen gruselig, aber Sira bleibt einen kurzen Moment dann noch so stehen, hockt sich dann irgendwann neben sie. Guckt dich dabei an. Anni ist bleich, die guckt, steht daneben genau. So, ja, mit deinen Haaren. Aber Nisira hockt sich so neben Ludmilla und schaut Ludmilla einmal einen Moment lang an. Ja, ich glaube, ihr könntet eine gute Herrscherin werden. Ihr könnt zumindest durchgreifen, wenn es sein muss. Und habt dann nicht das weiche Herz, das euch aufhalten könnte. Ja, und wenn das mit der Herrscherin nichts wird, dann gehe ich einfach in den Wald und werde die Jägerin. Und ich gucke sie an. Mit so einem kleinen bisschen Bewunderung im Auge. Sie lacht. Ah, wäre eine Option.
Sie nimmt den Hasen aus der Schlinge, baut die Schlinge dann auch ab. Gut, ich kümmere mich dann mal um den Kerl hier. Ihr habt ja noch etwas mit euren stinkenden Pflanzen zu beklären. Ja. Ich flüste auch ihr zu. Ja, mit Meister Stinkeblume. Sie grinst kurz, kommt am Meister vorbei. Meister verneigt sich und geht dann an ihm vorbei in Richtung des Lagers. Also Anni, wenn wir jetzt schon so weit sind, dass ich dir auch die Anwendung erklärt habe, die ich dir eigentlich erst später erklären wollte, dann machen wir das jetzt auch vollständig. Also, wenn du das bei Leuten anwendest, die mehr als 50 Jahre alt sind, wird da kein Mensch einen Verdacht schöpfen. Wenn du es bei jemandem anwendest, der mehr als 40 Jahre alt ist, wird man vielleicht denken, ungewöhnlich früh, aber kann vorkommen, warum nicht? Wenn du es aber bei jemandem anwendest, der noch nicht mal 30 Jahre alt ist, dann wird man das auf jeden Fall verdächtig finden. Hm. Aber das Praktische ist, Leute, die noch nicht 30 sind, sind selten so mächtig, dass man sie unbedingt loswerden will. Und wie gesagt, der große Vorteil ist die Unauffälligkeit dieser Methode. Und dass es nicht so viele Leute gibt, die das kennen. Man muss entweder unauffällig sein oder man muss einfach danach ganz schnell weggehen. Ich meine, es war sehr offensichtlich, wer meine Urgroßmutter getötet hat und was er getan hat. Und trotzdem hat er bis jetzt noch keinerlei Konsequenzen spüren müssen. Er ist einfach auf ein Schiff gesprungen und weggeritten. Man muss gar nicht subtil sein, man muss nur schnell sein. Wow, das ist finster. Da hast du ja, recht, aber du wirst Tag, keine Ahnung. du wirst nicht immer die Möglichkeit haben. Ich glaube mir sonst einfach ein Pferd. Ich kann gar nicht schlecht reiten. Du kannst auf jeden Fall besser reiten als ich, sagt Anni dann auch. Und die fällt jedes Mal vom Pferd. Weil ich das vorhin noch nicht erwähnt hatte, von dem Elixier, von dem Extrakt, den wir nachher herstellen werden, wenn du wirklich diese Wirkung mal brauchst, weniger zur Latrine zu müssen, dann solltest du von diesem Extrakt 2 Tropfen nehmen, maximal. Und auch normalerweise nicht 2 Tage hintereinander, notfalls auch mal 2 Tage hintereinander, aber länger auf keinen Fall. Sonst wird es wirklich ungesund. Sonst platzt man, sagt Anni. Und macht so. In einer Pipi-Fontäne. Es gibt übrigens noch eine Anwendung. Ich hoffe, dass es noch eine Weile dauert, bis sie für dich mal relevant werden könnte. Aber man gibt diese Tropfen auch gelegentlich mal Müttern, die ein kleines Kind haben, was nicht so klein ist, dass es nicht unangenehm auffällt, wenn morgens das Bett noch nass ist. Allerdings sollte so ein Kind dann nur einen halben Tropfen pro Tag bekommen und auch da nicht mehrere Tage hintereinander. Das geht nur mal so, wenn man irgendwo zu Besuch ist, wo es besonders unangenehm auffallen würde oder ähnliches. Mhm. Wie würdest du das machen, so einem Kind einen halben Tropfen zu geben? Ich nehme einen Tropfen und dann tue ich ihn irgendwo drauf und dann nehme ich ein Messer und dann schiebe ich die Hälfte auf die eine Seite und die andere Hälfte auf die andere Seite. Die eine Hälfte schiebe ich am besten in ein Glas oder so etwas. An die überlegt. Oder ich mache einen Tropfen, dann tupfe ich mit dem Finger rein und alles, was in dem Finger ist, ist das Richtige und das tue ich dann in dein Glas. Ich kann auch warten, bis der Tropfen halb getrocknet ist und den dann in dein Glas tun.
Aber ich glaube, das würde nicht viel bringen. Wenn ich den Finger von meinem Vater nehme, ist das ganz schön viel. Das ist ein ganz schön großer Tropfen. Es sind Methoden, mit denen man die Menge verringern könnte, aber es ist doch sozusagen eine sehr unzuverlässige Dosierung, weil du es nicht exakt halbiert kriegst. Viel einfacher ist es, wenn man den Extrakt einfach mit der gleichen Menge Wasser auffüllt und dann einfach einen Tropfen nimmt. Dann ist in dem Tropfen so viel drin wie vorher in einem halben Tropfen. Das verstehe ich nicht, aber dann ist es doch wieder ein ganzer Tropfen. Dann ist es ein ganzer Tropfen, aber von dem, was wirkt, ist nur noch die Menge von einem halben Tropfen drin. Das glaube ich nicht. Du siehst in beiden Gesichtern so, so ein Fragezeichen. Das werde ich euch nachher in der Küche zeigen, wie ich das meine. Dann wird es euch klarer werden. Ich flüste Anni zu, ein Tropfen, damit es nicht tröpfelt. Kann man sich merken. Ja. Also davon, von der Pflanze ist jetzt ein bisschen was geerntet. Und das nächste, was ich brauche, ist Grindkraut. Das sind so längere Stängel und am oberen Ende sind so viele kleine rötliche Blüten so übereinander. Mhm. Hat sehr lange, schmale Blätter und die brauchen wir sogar für zwei Sachen. Einmal noch zur Ergänzung für den Extrakt von den Pfeifenblumen. Noch für was anderes, das kommt noch. Während eurer Exkursion weiter durch den Wald und man irgendwann den Duft eines von gebratenem Fleisch riechen kann, der vom Lager langsam kommt, entdeckt ihr eine kleine Ansammlung dieser Pflanzen. Während Anni daneben steht mit Ludmilla und sich von dir erklären lässt, fängst du an, diese schon abzuschneiden und natürlich auch zu erklären, was genau man von dieser Pflanze braucht, ob Stängel, Blätter oder Blüte. Genau. Wir brauchen hier vor allem die Blätter. Mhm. Um diese Pflanze gut wiederzuerkennen, steckt einfach mal so ein Blatt in den Mund und beißt drauf. Ist die auch giftig? Ich hoffe nicht, er hat sie gegessen. Aber nicht so sehr. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie viel man von irgendwas zu sich nimmt. Also einfach mal draufbeißen. Dieser typisch säuerliche Geschmack. Daran kann man es gut wiedererkennen. Und wenn man jetzt nicht so ein ganzes Blatt auf einmal isst, sondern einfach nur mal so, um den Geschmack zu erleben. Sie hat nicht so einen typischen Geruch, deswegen ist das mit dem Geschmack ganz praktisch. Ludmilla nimmt so ein Blatt, reißt einen winzigen Krümelecken von dem Blatt ab, weil das kommt ja immer auf die Dosis an und sie ist ja viel kleiner als du. Und dann nimmt sie so ganz vorsichtig vorne zwischen die Eckzähne und weißt so ein Krümelchen drauf. Also du kannst dir vorstellen, da kommt nicht ein Tröpfelchen Saft von dieser Pflanze an ihre Zunge. Dann verzieht sie es gesagt, sich mal, ja, sauer, bläh, und spuckt den Rest wieder aus. Und die guckt nur diese Blüte an und macht gar nichts. Ich muss nicht. Die ist giftig. Ich nehme die nicht in den Mund. Wenn man genug davon isst, ist auch Rhabarber giftig. Was? Rhabarber ist giftig, ich wusste es. Da hast du bestimmt schon mal einen leckeren Kuchen mitgegessen. Jetzt nicht mehr. Ja. Kinder kommen aus dem Wald total verstört, wollen überhaupt nichts mehr essen. Oder wenn ja, nur so zwei Löffel von allem, weil egal was. Wenn man nur zwei Löffel isst, ist es nicht so giftig. Die Dose macht das Gift. Wir tun es nicht in Dosen rein. Und schmeckt dir das Essen? Ja. Wieso isst du dann immer nur zwei Löffel? Naja, vielleicht ist es giftig, wenn ich mir esse. Es schmeckt ein bisschen so. Es
letzte Mal, dass man irgendwo eingeladen war. Schmeckt leicht giftig. Okay. Genau, ich esse lieber nur zwei Löffel. Wie viele Pflanzen hattest du für deine Exkursion vorbereitet, Marvin? Noch zwei. Das Spießkraut ist sehr verbreitet, sehr leicht zu finden. Das wird schnell gehen. Schaut mal hier, das ist so eine grüne Pflanze, so ein Kraut, was von unten hochwächst. Das hat oben so ein, sieht ein bisschen wie ein Tannenzapfen, nur in viel kleiner aus. Und darunter ist so ein Strahlenkranz. Und an jedem Strahl ist so eine winzige weiße Blüte dran. Mhm. Die ist sehr verbreitet, die wird man auch problemlos auf dem Markt finden. Die ist sogar völlig ungiftig und richtig essbar. Anni atmet tief hörbar aus. Sie überlegt schon, welche dieser nächsten Pflanzen wahrscheinlich ihr Tod bringen könnte. Und dann brauche ich noch Dotterblumen. Die heißen so, weil die Blüten so ungefähr die Farbe von einem Eidotter haben. Also so irgendwie zwischen Gelb und Orange. Mhm. Auch die wirst du wahrscheinlich eher am Waldrand auf dem Rückweg dann noch entdecken, zwischen einigen Fahnen. Die haben hier so diese leicht orangenen Blüten. Die Blüten sehen so ein bisschen aus wie kleine Bürsten. Wenn wir mit den Pflanzen nachher in der Unterkunft zurück sind, Ludmilla, die wichtigen davon solltest du vielleicht ja auch in dein Buch abmalen, für den Fall, dass du irgendwann mal Bedarf hast, dir davon nochmal was zu beschaffen. Oder, das habe ich mal gesehen bei einer Freundin von mir, man kann Blumen auch einfach mit Papier und Büchern ganz, 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 ganz trocken und platt machen. Dann muss ich sie nicht abmalen, dann kann ich einfach die Pflanze in das Buch kleben. Das können wir zusätzlich machen, aber mir wäre es wichtig, dass du sie einmal gezeichnet hast, weil wenn du sie selber zeichnest, dann ist das, was an der Pflanze für dich charakteristisch ist, das bleibt dann besser in deinem Gedächtnis hängen. Du wirst vielleicht nicht immer dieses Buch zur Verfügung haben, dass du es einfach wiederfinden kannst. Und das Einzige, was wir sonst noch brauchen, ist ein Öl, was ich mir vom Markt habe mitbringen lassen. Dann es riecht ja sehr danach, als hätte Nesira schon das Essen zubereitet, dann gehen wir mal zu ihr. Ich möchte gerne, dass du mal einen Wurf auf Status machst und unterrichten. Um zu sehen, wie weit und wie gut du diese Informationen jetzt gerade den beiden vermittelt hast. Das wollte ich sowieso gelegentlich fragen. Mir spukt da auch sowas im Kopf rum mit Status und Unterrichten, aber als ich es letztens im Grundregelwerk nachgucken wollte, gab's bei Status nur Verwaltung und Erziehung und noch Erziehung. Irgendwas, also Unterrichten war nicht dabei. Mhm. Und ich habe dann bei der Spezialisierung Erziehung in die Beschreibung geguckt. Und da war überhaupt nicht die Rede davon, dass es darum geht, jemand anderen zu erziehen, sondern da geht es darum, wie die eigene Kinderstube sich ausgewirkt hat. Kannst du als Spielleiter natürlich auch anders entscheiden und kannst sagen, ja, das hängt miteinander zusammen, da ist beides drin. Ich hätte sowieso klären wollen, ob es fürs Unterrichten eine separate Fertigkeit gibt, also eine separate Spezialisierung gibt, oder ob ich das darüber mache. Kannst du da drüber machen? Gut, dann muss ich gerade mal der Status ist beim Meister ja zwangsweise praktischerweise ziemlich hoch. Das heißt, ich kann einfach das nehmen. Geht so. 13. Mhm.
Dann mach doch mal bitte einen Wurf auf Scharfsinn und Logik, wenn du hast, Ludmilla. Ja. Also, unsere werte Dame, bitte. Und Scharfsinn und Logik. Na komm. Super. Eine 15. Die Informationen, die dann auch noch, nachdem Nisira angefangen hat, den Hasen, der über dem offenen Feuer noch brät, beziehungsweise dann anfängt, auf einen Teller zu verteilen, immer schön in kleinen Häppchen und so kleine Filets zerschnitten, dazu noch Brot, das ihr mitgebracht hattet, und natürlich gibt es noch etwas zum Nachtisch, etwas Zitronenkuchen, der aus King's Landing mitgenommen wurde von der Taverne. Prägst du dir die Informationen aus der Pflanzenkunde relativ gut ein. Du kannst auf jeden Fall für dich so vermerken, welche Funktion die jeweilige Pflanze hat. Und ihr hattet noch relativ viele Exemplare oder genug Exemplare gesammelt, dass du theoretisch sowohl eine Zeichnung als auch dann besagte Pflanze pressen könntest in deinem Buch. So, dass du auch noch einmal ein Original so gesehen dabei hast. Sieht ganz schön platt aus. Hältst du daneben? Ja, das könnte das sein, auch wenn es nicht so platt ist. Gut. Ja, ich würde auf jeden Fall, wenn ich kann, welche pressen. Die Zeichnungen sind mehr so ein bisschen studrig dahin gemacht. Hatte sie nicht so wirklich Lust drauf, aber das Pressen hilft wahrscheinlich sehr, die Pflanze zu identifizieren. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Sie schreibt, bei vielen Sachen ist es mehr so schludrig, die Informationen, aber woran man sterben kann, das nimmt sie ein bisschen genauer auf. Und vor allem wie. Genau. Wo und wie man damit sterben kann. Pflanzen sehen und sterben. Gut. Im Anschluss verbringt ihr wahrscheinlich... Das war jetzt ein bisschen ein Vorgriff auf das, was später in der Unterkunft gemacht wird. Da würde ich nur ergänzen, wenn Molvin mitbekommt, dass sie das mit in ihr Buch schreibt, also schreiben will, dann wird er sagen, Ludmilla, das war nur für dein Gedächtnis. Man kann nie sicher sein, in welche falschen Hände so ein Buch gerät. Diese Details bitte nur im Kopf behalten, nicht irgendwo hinschreiben, wo es jemand anders finden könnte. Die guckt ihn ein bisschen komisch an und meinte, wieso? In mein Buch schaut doch keiner rein. Ich tue das einfach in meine Truhe und schließe die ab und dann kann da keiner dran. Das ist schon okay. Nisira lächelt so ein bisschen so dieses, oh, süß. Da könnt ihr mir eine Geheimsprache zeigen, damit ich Sachen aufschreiben kann, damit nur ich sie lesen kann. Ja, ich glaube, das ist ein sinnvolles Projekt. Das können wir auch im Roten Bergfeld irgendwann in Angriff machen. Nehmen, ja. Gut. Ihr verbringt dann noch einen relativ schönen, entspannten Nachmittag dort am Rand des Königswalds, als ihr irgendwann im Laufe des Nachmittags, würde ich sagen, damit man den Tag noch nutzen kann, so gut es geht, euch wieder auf den Weg zurückmacht und spät, also kurz vor Abendessen zurück seid. Ja, auf jeden Fall so, dass wir halt die Zeit, die der Wirt uns für die Küche zugestanden hat, noch nutzen können. Nachdem die Hauptspeisen für den Abend vorbereitet und zubereitet waren, er wird zwar sagen, hin und wieder muss ich natürlich noch hier rein. Also ich muss mir bestimmt nochmal wieder das ein oder andere hier rausholen. Aber ihr könnt hier gerne jetzt arbeiten, Meister. Sofern sie euch sauber genug ist. Das ist da habe ich letztens schon mal einen Blick reingeworfen, das ist für meine Zwecke wunderbar. Zwei Ratten verschwinden vom Tisch. Ausreichend sauber. Außerdem heißt es, das ist eines von den warmen Zimmern ist im Haus. Was genau hast du mit ihnen vor, wenn dann wahrscheinlich das Abendessen noch zu sich genommen wurde? Was willst du ihnen jetzt noch über die ganzen Zubereitungen beibringen? Fassen wir das doch einmal zusammen. Die bekommen gezeigt, zum einen, wie aus diesen Pfeifenblumen und dem Grindkraut
wird ein Extrakt hergestellt, das ist jetzt nicht so aufwendig, dass man da ein alchemistisches Labor für bräuchte. Die werden zusammen ausgekocht und dann bleiben sie länger auf dem Feuer, damit einiges verdampft und die Sache konzentrierter wird. Und dann hat Molvin so ein paar kleine, so ein paar winzige Fläschchen besorgt, in die Metallfläschchen, die man zuschrauben kann, wo das Zeug, der Extrakt noch heiß eingefüllt wird. Und der Rest wird nicht einfach weggeschüttet, sondern der Rest kommt einfach mal für einen Übergang in eine normale Feldflasche. Diese winzigen Fläschchen, diese Metallflaschen, in denen sollte es eine Weile haltbar sein. Mhm. Und die bekommt Ludmilla gesagt, dass sie die unbedingt sicher verwahren soll. Wo wir gerade dabei sind, füllt Molvin auch eine von diesen kleinen Flaschen noch für sich ab. Und aus den anderen Kräutern wird zusammen mit einem vom Markt besorgten Öl, was aus dem Süden kommt, noch ein Sud, nicht gekocht. Das Öl wird nur heiß gemacht, also die Pflanzen werden nicht frittiert, sondern die sollen einfach in dem heißen Öl ihre Wirkstoffe auslaugen. Und von dem Grindkraut, was in dem ersten Elixier mitverarbeitet ist, das hat ja diese sehr länglichen Blätter gehabt, die jetzt etwas ausgelaugt sind. Die werden erstmal zum Trocknen hingelegt. Und die werden dann hinterher mit dem Öl, in dem die Dotterblumen und das Spießkraut so durchgezogen sind, werden diese Blätter dann getränkt. Die werden irgendwo in irgendwas Wasserfestem aufbewahrt. Und Molvin erklärt den beiden dann so, und diese Blätter könnt ihr euch heute Abend vor dem Schlafen gehen aufs Gesicht legen und so ein paar Bandagen locker drüberlegen, drumwickeln, einfach gegenseitig. Und wenn man das so 2 Tage gemacht hat, dann sollten diese Pickel, die einfach in dem Alter bei vielen Jugendlichen auftreten, dann sollten die deutlich weniger werden. Ich brauche das nicht so sehr, sagt Anni und guckt mit an. Und Miller nimmt es ein bisschen beschämt und steckt es halt ein und meint, okay, ich werde es mal ausprobieren. Okay. Wir wollen doch alle, dass du bei Hof einen guten Eindruck machst. Und das hat einfach Vorteile dafür. Du siehst, man sieht, dass Anni irgendetwas zurückhält und richtig so. Dreht dir auf den Fuß. Au! Verdient. Und sie tritt zurück. Und aus dem erstmal treten merkst du irgendwann, während du dort noch an einigen Sachen arbeitest, bist, dass da so 2 Mädchen sich so am Kabbeln sind auf einmal. Anni, ich hätte jetzt noch ein wichtiges Anliegen, wo ich mal sehr hoffe, dass du dafür Ludmillas Hilfe nicht haben willst. Ja. Die Töpfe, die wir benutzt haben, müssten sehr gründlich wieder sauber gemacht werden, weil der Wirt soll ja, wenn er damit Essen für andere Leute zubereitet, keine Geschmacksreste mehr von dem, was wir hier gemacht haben, übrig behalten.
Also bitte richtig gründlich schrubben. Sehr wohl, Meister. Und für den Moment dieses Tages wurde sie zurückgeholt auf ihren Stand. Bub, du bist eine Dienerin. Mach das sauber, auch wenn du hier mitlernen darfst. Und fängt dann an, nachdem du das gesagt hast, dass sie sich die Sachen nimmt und nachdem alles soweit vorbereitet, gearbeitet wurde, es ist sehr viel Zeit vergangen in der Zeit, dass sie die Sachen dann anfängt sauber zu machen. Mit mich interessiert. Hm? Molvin interessiert noch, wie Lud Miller drauf reagiert, dass der Messe das an die Annie delegiert. Sie nimmt es relativ normal wahr, weil sie das ja auch nicht anders gewohnt ist. Mhm. Sie hat ja ihre eigene Pflichten, also sie muss danach wahrscheinlich noch andere Dinge, also Ludmilla wird ja auch noch andere Sachen zu tun haben, wo man die New Sie machen muss und Anni nicht. Von daher bin ich gewohnt, dass wir nicht alles zusammen machen. Ja, genau. Zum Beispiel das Abzeichnen und sowas. Du darfst zeichnen, du musst putzen. Du musst heiraten, sie kann sich das aussuchen. Ich muss stecken, sie muss schrubben. Ja, eine klare Verteilung von Pflichten und Aufgaben bei Hofe. Ja, auf jeden Fall darfst du nochmal wiederholt bei diesem ganzen Prozess einen Wurf auf Status machen für den Erziehungsprozess. Und auch Ludmilla bekommt einen Wurf auf Schlussfolgern, wenn sie hat Logik. Allerdings bekommst du einen Malus von 2 auf das Gesamtergebnis, weil der Tag schon sehr lang war und du sehr viel lernen musstest. Meinst du Scharfsinn und Logik? Genau, Scharfsinn und Logik. Molvin lässt auch nach, ich komme nur auf eine 12. Ah, aber sie ist auch, ja, mit Malus von 2, aber auch noch bei einer 12. Also es reicht genau. Dementsprechend, du schaffst es, das so weit zu vermitteln, dass man mit Sinn und Verstand herauslesen kann, was du von ihr möchtest. Also du bringst ihr das bei und sie kann es verstehen. Inwieweit sie das dann sofort behält oder übernimmt für sich, bleibt noch erst einmal an dieser Stelle zu hinterfragen. Aber damit habt ihr diese kleine Unterrichtseinheit, die einen ganzen Tag in Anspruch genommen hat, bewältigt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, sehen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt in Westeros wieder. Außer, Meister, ihr habt noch etwas hinzuzufügen. Oh, ich hätte nur noch ergänzt, es ging Molvin einfach drum, es wäre unrealistisch, eine 13-Jährige mit der üblichen, also mit der Giftkunde auszustatten, die ihre Urgroßmutter mal hatte. Aber er hat sich einfach überlegt, was könnte altersgerecht sein und was könnte im späteren Leben mal wirklich nützlich sein. Was ist ein altersgerechtes Gift? Hinterfragen wir das und lassen unsere Zuschauer selbst überlegen, welches Gift würdet ihr eurer 14-Jährigen denn beibringen? Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.